Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 2 und wir spielen Nacht 6. Los geht's. Zeit für Überstunden. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Oder gemessen daran, wie viel Geld ich krieg, vermutlich eher ein halbes Happy Meal, weil ich glaube, ich bin unterbezahlt in diesem Spiel. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin für Gefahrenzulage. Okay, noch kommt gar nichts. Ich kann also... Ja, halt die Klappe. Ich habe dich oft genug gehört. Wirklich oft genug. Ich habe genug von dir. Und ich werde vermutlich sehr ruhig sein, weil das ist... echt schwer und das braucht echt ein gewisses Maß an Konzentration. Also sehen wir uns auf der anderen Seite. Hoffe ich doch. Okay. Wer ist es? Ich kann nicht flashen, also ist es vermutlich der Fuchs. Ja, es ist der Fuchs. Fuchs! 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 Jetzt geh doch mal weg, Mann. Du bist hartnäckig, ne? Jetzt kann ich kurbeln, solange ich will. Jetzt kann ich aufhören zu kurbeln. Okay, was ist es diesmal? Nichts. Cool. Ich weiß nicht, wann ich mit der Maske anfangen muss. Was ist denn los hier? Mein Gott. Ganz ruhig. Okay, Fuchs. Du bist überaus aktiv, kann das sein? Okay, er ist weg, glaube ich. Oh, Freddy. Und da war die Schaltfläche weg. Ich hab dich so lieb, Spiel, und ich bitte dich, Freddy, bitte sorg dafür, dass es ein Ende hat. Diese Schaltfläche des Todes, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Warum verschwindet das Ding einfach? Das ist nicht normal. Das Spiel hasst mich. Da ist einfach die Schaltfläche für die Maske weg. Das gibt's doch gar nicht. Es endet immer so. Ich kann das nicht normal spielen, das Spiel lässt mich nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, Mangle, weißt du eigentlich, wie scheißegal mir du bist? Du mir bist, mir du bist, was weiß ich? Ha? Weißt du, was für ein dummes Leben du hast, so hässlich wie du bist? Okay, ich muss weg. Dein alter Kumpel ist da. Ah, Hallöchen, Firefox. Chrome ist besser. Internet Explorer, was weiß ich. Hallo, Firefox. Firefox. Opera, Safari. Chrome. Was weiß ich, was es noch für Browser gibt. Uhu. Ich kann eigentlich kurbeln. Ich höre nichts. Fuck, das war nicht schnell genug. Ah, was? Okay, ich kauf's. Ich kann nicht flashen gerade, das ist ja super optimal. Ah, hi Freddy. Bis du mich rausziehst, Kumpel. Die Schaltfläche war schon wieder nicht da. Meine Fresse, Spiel! Ich lebe noch? Oh. Natürlich lebe ich nicht. Es ist unfassbar, weil ich nicht... Es ist wirklich unfassbar, dass ich nicht daran sterbe, dass ich zu langsam bin, sondern daran, dass das Spiel mich nicht lässt. Das ist eigentlich das Faszinierende daran. Dass diese scheiß verkackte Schaltfläche nicht da ist, wo ich will. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's einfach nicht. Habe ich ein... Ich glaube, da ist immer noch ein Bug drin. Da unten steht zwar Version 1.032, aber das glaube ich dir nicht, Scott. Das glaube ich dir nicht, Kollege. Meine Fresse, wegen Bugs zu verrecken, fühlt sich einfach so scheiße an. Das gibt's doch nicht. Ich liebe es, an Bugs zu sterben. An Bugs zu sterben, das ist fast so, als ob du auf dem Lolli eines Kindes ausrutschst. Da stell dir vor, so ein fettes Kind mit Lolli, lässt ihn fallen, du rutschst aus und brichst dir daran das Genick. Und eigentlich hast du gerade ein Feuergefecht am Laufen. Und da hast eigentlich, also wenn du sterben solltest, dann eigentlich durch Schüsse und Kugeln. Aber nein, du rutschst auf dem Lolli eines fetten Kindes aus und brichst dir sämtliche Knochen. So ungefähr fühlt sich das gerade an. Das ist ja unfassbar. Mein Gott, ey. Und da sind wieder alle beide? Was? Was? Wow, 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 wow. Das Maskengeräusch gerade. Holy fuck. Hi, Mangle. Hey. Foxy, du bist immer noch da? Ich habe dich doch mehr als oft genug geflasht. Außerdem ist Bonnie gleich da. Das ist cool. Nämlich jetzt. Nein. Aber er ist wieder weg, das ist gut. Was ist da draußen los? Ich sehe einen Scheiß. Ja, hi.
Ja, darf ich mal flashen? Endlich, danke. Fuck! Ah, jetzt habe ich zu lange gebraucht, ne? Nein, okay. Oh, was? Der neue Freddy? Ich habe diese Ewigkeit nicht mehr gesehen. Mangle ist hier. Ich wollte dich flashen, aber ich hatte Toy Bonnie und Mangle gleichzeitig im rechten Lüftungsschacht. Ich weiß nicht genau, wie sowas funktioniert, aber anscheinend geht's. Ach, fuck. Ey, wie soll ich dich flashen, wenn ich Rechtsprobleme hab? Kannst du mir das erzählen? Außerdem habe ich das Gefühl, er hat sich hinter Freddy versteckt. Ich weiß nicht, ob das Licht da durchgeht. Egal. Wenigstens bin ich nicht aufgrund einer nicht funktionierenden Schaltfläche gestorben. Das ist also super. Okay. Ah, was? Was? Hä? Ich hab... Was? Wo kamst du jetzt her? Ich hab gerade eben erst den Gang runtergeguckt. Wo kam Fuchs jetzt her? Was? Okay, cool. Foxy kann jetzt also... Wallhacken? Wo kam der jetzt her? Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, jetzt zu sterben. Ich hab gedacht, alles ist tutti. Was? Wo kam Foxy jetzt her? Okay. Oh oh. Oh, es ist unfassbar, wie viele Flashes der aushält. Das ist absolut ungewohnt. Das ist nicht normal. Oh, ich habe ihn doch 15 Mal geflasht. Das müsste eigentlich reichen, dass er weggeht. Von alleine und dass ich nochmal was machen muss. Oh, ich hätte ihn flashen sollen, bevor ich die Maske für Meng... Ach, fuck. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Fick dich doch, du blöder Dreckiger! Version. Fuck! Das darf doch gar nicht wahr sein. Meine Fresse! Das ist... Ich hab den nie als so nervig erlebt. Was geht mit diesem blöden Sack in der sechsten Nacht? Wer hat dem Red Bull gegeben? Wer ist dafür verantwortlich? Meine Fresse, wie viele Koffeinriegel hat der gefressen? Das darf doch gar nicht wahr sein. Mein Gott, es ist allein schon lustig, dass mich Foxy killt, weil er hat mich in der zweiten Nacht mal gekillt. Danach nie wieder. Nie wieder. Und jetzt kommt er, weißt du, und kommt an und denkt, er könnte den anderen die Kills stehlen. Was ein Vollidiot. Oh, das ist doch unfassbar. Das ist... Warum? dieser Sprung, dieser Schwierigkeitssprung zwischen Nacht 5 und 6 kommt, ist irgendwie nicht ganz richtig. Da stimmt irgendwas nicht. Oh, nein, nein, nein. Oh. Bratenfett und Hühnerkopf, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Oh. Diese Nacht ist die absolute Hölle. Es ist unfassbar, wie groß der Sprung von 5 auf Nacht 6 ist. Heilige Scheiße. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das Nervigste in Nacht 6 haben wir noch gar nicht erlebt, weil anscheinend gibt's hier auch fucking Golden Freddy, der rumnervt. Als was weiß ich, fucking 11. Element, das mich aktiv versucht zu töten. Wenn die Puppe dazu zählt, sind es wahrscheinlich sogar 12. 12 Viecher. Wie soll ich 12 Viecher gleichzeitig abhalten? Nacht 5 Giga noch, das hier ist Wahnsinn. Meine Fresse, wie schafft man da den 1020 Mode? Wie geht das? Zauberei? Cheaten? Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Das war fucking Golden Freddy! Und du auch noch! Fickt euch alle! Oh! Hol die ganze Crew, komm schon! Mach fette Hausparty! Leck mich am Sack! Nein! Oh! Ich bin gefickt! Ich bin gefickt! Was ist das denn? Meine Fresse! Alles läuft super! Alles läuft gut! Und dann kommt irgendein Punkt, da denkt sich der verfickte Zufallsgenerator, der dahinter steht, dass es jetzt vielleicht an der Zeit wäre, die ganze beschissene Crew in mein Büro zu holen. Und genauso geht das seit einer Woche jedes Mal, wenn ich versuche, diese verfickte sechste Nacht zu schaffen. Ich habe echt keine Worte mehr dafür. Es ist unfassbar, es geht gut bis 3 Uhr morgens. Es ist alles okay, du hast genug Zeit, das Mistding aufzuziehen. Und dann ist irgendwann einfach vorbei. Und du brauchst einfach Glück. Und ich hasse es, wenn Glück dabei ist. Weil alles, was du hier machst, kann egal sein. Wenn um 5 Uhr morgens, kurz vor 6,
sowas hier passiert. Jetzt ist es nur 3 Uhr, stell dir vor, sowas passiert um 5 Uhr morgens, dass auf einmal die halbe Crew da steht und alle halbe Sekunde dir das Tablet runtergerissen wird und du die scheiß Uhr nicht aufziehen kannst. Das ist doch nicht normal. Mein Gott. Ah, oh, eigentlich will ich es gar nicht mehr machen. Ich will es eigentlich gar nicht mehr machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe absolut keine Lust mehr auf die Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich das noch mache. Das macht nicht mehr im geringsten Spaß. Es ist einfach nur nervig. Ich habe echt keine Lust mehr. Das gibt's nicht. Das ist jetzt zum 500. Male passiert. Ich hasse dieses Spiel nur noch. Es ist schlimm, wirklich. Es ist echt nicht mehr schön. Ich will nicht mehr. Ich mach das jetzt seit 1,5 Stunden straight. Ich will wirklich nicht mehr. Warum machst du Nacht 5 und dann Nacht 6? Und Nacht 6 ist so viel härter als Nacht 5. So viel. Unfassbar. In Nacht 5 war ich nicht halb so genervt. Und das will was heißen, weil Nacht 5 war auch schon schlimm. Boah, ich will echt nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Ich hab genug. Ich will wirklich nicht mehr. Oh, lasst mir trotzdem gerne einen Daumen, einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Links kommt ihr zur ganzen Playlist von Five Nights at Freddy's 2. Wer eine Folge verpasst hat, darf die gerne dort nachholen. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir bei Twitter oder Instagram folgen würdet und mir eine Frage bei AskFM stellen würdet. Vielleicht kommt Nacht 6 irgendwann, wenn ich es schaffe. Aber ich mache das hier jetzt ungefähr seit, was weiß ich, gut einer halben Woche oder einer Woche, ich weiß nicht mehr genau. Und es endet jedes Mal so und ich krieg's halt einfach nicht auf die Reihe. Es ist echt unfassbar. Im ersten Teil war Nacht 6 so simpel und dann im zweiten haut er so einen raus. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal. Ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt jemals mache. Vielleicht irgendwann in Nacht 6. Ich will eigentlich gar nicht. Aber vielleicht passiert es ja irgendwann. Und bis dahin, macht's gut. Bis vielleicht irgendwann. Ciao.